herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, dem besten Horror-Game 2021 mit Goro bei. So, Leute. Wieder ein Tag auf dem Hof der guten Laune. Kutschle. Der Bürgermeister, du. Der Bürgermeister, was? Der Bürgermeister, ich bin nämlich hiermit der beste Nachbar, beste Nachbarinnenpreis, den habe ich erhalten. Was? Ja, ja, ich habe eine kleine Geldbelohnung gekriegt vom Bürgermeister. Der alte schwere Nöder. Weil du eine Freundschaft mit dem aufgebaut hast, oder? Ja. Ja, wenn man sich mit der Regierung anbandeln muss, dann ist das ja okay. Man muss wissen. Habe ich schon alles gemacht, Kevin. Oh. Alles safe. Morgen bist du dran. Habe ich schon gemacht. Hallo, morgen Kuh. Bist du dran. Die Kuh frisst gar nicht. Weil ja, ich schon wieder aufgefüllt habe. Mit Eier. Achso, die Kuh hast du also schon. Ja, morgen bist du dran. Es gibt nur einen Dead Space. Eigentlich gibt es drei, aber das wollen die alle nicht hören. Achso. Resident Evil. Oh, das sind alles solche Spiele. Werde ich nicht spielen. Ich habe gerade ein Totem ausgebuddelt. Ich hatte kurz Hoffnung für dich, aber es ist leider kein Regentotem. Tja, macht nichts. Da muss Hayley noch ein bisschen warten. Kein Sex vor der Ehre, Ehre. Kein Sex vor der Ehre. Kein Sex vor der Ehe, Go. Oh Gott. Ehre, wem Ehre gebührt, nehme ich. Keine Ehre. Keine Ehre. Du Ehrenloser, ja. Nevi, du. Lass mal kurz überlegen. Was für ein Item wäre es denn cool, noch abzugraden? Wahrscheinlich die Gießkanne, wa? Oh fuck, habe ich irgendein Item abgegeben? Ja, die Gießkanne wäre schon cool, glaube ich. Was ist denn das nächste? Gold? Habe ich. Dann ist das nächste... Nee, warte, Stahl? Hat ja gar keinen Sinn. Du kannst mit Emily vor der Ehe schlafen. Emily ist ja auch eine ganz versaute. Emily? Koro ist schon im Haus und gibt die Geschenke. Emily hat den guten Stuff, die guten Pilze, hat sie denn gekriegt. Die hat doch schon hier. Emily? Ich hatte doch schon Dings hier. Wie heißt das? Eine Cutscene. Oh, warum fahre ich denn in die Mine? Ich will hier zum Steinbruch. Auch nicht zum Steinbruch. Ich will hier in die Stadt. Goro macht eine Rundfahrt, ne? Boah. Wenn Goro 20k auf YouTube knackt, kann er sowas als Special zocken. Dann ist für Abos auf YouTube würde ich keine Goals machen. Krasses Goal mache ich da. Ist das hier wieder ein... Wofür brauche ich die Items, wenn Nefi die schon abgegeben hat bei Gunther? Das Dorf ist so doof, ey. Outlast, ja. Dann spiele ich Outlast. Ich muss hier noch rein, aber ich werde es nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie Goro ist einfach durchgerannt. Not gonna happen. Achso, du musst aber die scheiß Sensen holen. Tja, Nefi. Das dauert. Da muss man halt so ein krasser Typ sein, wie ich einer bin. Gut rennen können, meinst du? Ich hab die gekillt. Hm. Ich bin der Highlander. Oh! Oh! Oh, 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 oh. Bist durchgerannt. Muss halt auch wieder zurückrennen. Das ist ein bisschen blöd. Prismatische Scherbe, let's go. Ich habe einen Vorteil. Chat, das haben ich weiß gehört. Was Goro noch nicht weiß. Ziemlich vieles, weil so weit war ich, glaube ich, noch nie in Stardew Valley. Ich habe immer wieder von vorne angefangen. Ich habe gerade eine Notiz gefunden. Achso. So. Huch, erstmal in den Schleim rennen. Ey, die Slimes killen lohnt sich hier drin voll. Erstmal weitermachen. Wann konnte man Tintenfische angeln? War das nicht nachts? Ab wie viel Uhr? 18 Chat, weißt du das noch? 2 oder so? 16 bis 2, irgendwie sowas. I'm not entirely sure.
Chat weiß das sicher. Kann ich das dann abgeben hier? Kann ich das verkaufen? Was verkaufen? Was abgeben? Wovon reden Sie? Ich habe hier ein Hämatit. Hämatit? Ist das, ja. Ist das ein Codewort für Hämorrhoiden? Ja. Wann konnte man nochmal einen Tintenfisch fangen? Und wie viele Herzen habe ich beim Bürgermeister? Das ist die große Frage. Oh, Mani, mein Mann, muss ich mir auch noch einschleimen. Kauf mal eine zweite Kuh. Das heißt bitte. Mach jetzt. Wenn du mir sagst, wann ich den Tintenfisch fangen kann. Weiß ich nicht, ich kann googeln. Nifias, das musst du wissen, das musst du im Kopf haben. Wuhuhu. Willi, wann kann man Tintenfisch fangen? Scheiße. Ist das zu gute Qualität für Mann? Findet sie das überhaupt toll? Ist ja gut. Muss ich ein Tier kaufen. Eine Kuh. Naja. Na dann. Wie soll die Kuh heißen? Leute, jetzt Namen in den Chat. In 3, 2, 1, jetzt. Raus, 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 raus. Ja, Spiel! Oh mein Gott. 18 oder 19 Uhr bis 2. Nee, das wurde bewusstlos geschlagen. Mach die Katze halt. Er stand da halt. 5 Jahre. Hält die Sense hoch. Nefi. Was habe ich verloren? 900 G und 4 Gegenstände. Ja, ist okay. Den bekommt man im Winter. Wir haben den ja schon mal gekauft. Gefangen. Leute, wie soll die Kuh heißen? Fuck, gebe ich die bei Gunther ab? Die ist selten. Oh. Die Kuh? Ja, ich habe keine Idee. Tra. Gacko. These. Miku. Kenny. Kenny. Kuh Helene. Kenny. Kenny die Kuh. Bup. Sehr schön. Es gibt nicht mal eine Belohnung, wenn ich die prismatische Scherbe abgebe, Gunther. Du bist so ein Geier, ne? Wertvollste Item in dem Spiel, aber nee, klar. Oh Gott, ich habe keine Energie mehr. Ja, du kannst halt nicht so viel machen, nachdem du bewusstlos wurdest. Was hast denn du verloren? Hattest du das schon gesagt? Ein paar Sammel-Items und 400G. Nichts Schlimmes, die goldene Sense habe ich jetzt auch. Und mein Schwert habe ich immer noch. Das ist alles okay. Dafür bist du bewusstlos geworden. Ja, weil er da ewig die Sense hochgehalten hat und gesagt, oh, guck mal, ich habe eine Sense gefunden. Und die Skelette so, und haben mich tot gehauen. Kau, kau. Du hättest ihn einfach töten können, die Skelette. So wie ich. Damals. Ich wollte mit dem Bergtotem abhauen. Ich wollte die Sense nehmen und mit dem Bergtotem abhauen, aber die Katze war zu lang. Eine Regentotem wäre gut gewesen. Ja, hatte ich aber nicht. Aber Haley, die hebt sich noch auf für mich. So, Marmelade. Ja, das wird kein Tintenfisch sein, weil so spannend war das jetzt hier nicht. Wow, eine Geode, Freunde. War nicht spannend, sagst du? Nee, es war kein Tintenfisch auf jeden Fall. Ripp. Muss mehr Öfen bauen. So. Köder. Was willst du? Was hast du denn da eigentlich schon wieder mit dem Tintenfisch? Was ist das schon wieder? Ich habe eine Quest. Was ist das hier? Hast du an der Tafel eine Quest angenommen oder was? Ich bin doch hier der Nachbar des Monats. Die Quest hast du also nur genommen, weil der Bürgermeister sie dir gegeben hat. Der Bürgermeister möchte gerne, dass ich mich hier um das Dorf kümmere. Meister, ich habe einen Tintenfisch für dich. Der hat mir 500 Gold geschenkt. Meister. Der Bürgermeister. Das ist noch ein richtiger Funskerl. Der weiß wenigstens noch, was man hier... Meister, Sie haben da vom Stuhlgang noch einen Rest. Soll ich den entfernen, Meister? Hallo, nur weil du dich nicht beim Bürgermeister gut stellst. Ne? Es ist wie in der Schule. Es gibt halt auch Leute, mit denen musst du dich gut stellen, ne? Leute, ich sag's euch jetzt. Hier, jetzt exklusiver Tipp, mit wem man sich gut stellen muss. Erstmal dem Hausmeister.
Das ist wichtig. Als zweites, der Kantinenfrau. Auch immer wichtig. Du meinst, und dann ist es immer noch ein Vorteil, auch eine von diesen Reinigungskräften zu kennen. Das mit der Kantinenfrau ist ein wichtiger Tipp. Wenn ihr irgendwann mal eine Kantinenfrau habt, seid immer lieb zur Kantinenfrau. Und zum Hausmeister. Und Hausmeister sind eh immer die coolsten. Die tun immer nur so böse. Eigentlich sind das immer sehr coole Menschen. Reden aber oft sehr viel. Ja, da muss man dann aber durch. So wie es aussieht, muss Haley auf die Hochzeit länger warten als Lea. Nee, wir können ja nicht heiraten, wenn es nicht regnet. Ich bin schon verheiratet. Nein, Spaß. Und regnen kann es nur, wenn es Herbst ist, 2 Tage lang. Sollte sich immer mit der Familie von der Ehe... Schon wieder abgegangen! Stimmt, mit der Familie der Ehefrau sollte man sich auch gut stellen. Das ist auch korrekt. Aber jetzt ging es ja so um den Arbeitsplatz. Kantinenfrau, Hausmeister, ganz wichtig. Und Kantinenfrau. Du weißt nie, was die da in der Kantine sonst verkaufen. Oder du kriegst für den normalen Preis eine größere Portion. Könnte auch sein. Das Problem ist, wenn den Kollegen das auffällt und die dann fragen, warum du eine größere Portion hast, musst du sagen, ja, keine Ahnung, die muss sie vertan haben. Bin halt ein fescher Kerl. Weil wenn alle nett zu ihr sind, ist das auch scheiße. Man muss immer nett zu den Leuten sein, die einem das Essen geben. Wichtiger Tipp fürs Leben. Hier könnt ihr noch was lernen. Bildungsauftrag. Allgemein, seid nett zu den Leuten, die eure Scheiße wegmachen. Müllmänner, Putzfrauen, alles, was euch Sachen hinterher räumt. Oder seid einfach generell nett zu Leuten. Das sowieso. Könnte auch ganz gut sein. Aber es gibt so Leute, mit denen muss man sich extra gut stellen. Den Bürgermeister bei Stardew Valley zum Beispiel. Mann, ich hatte 2-mal einen Tintenfisch, ne? Oh, neuer Rekord, weißer Thunfisch. Na Mensch, da freue ich mich ja. Hättest du mich mal gefragt, hättest du meine Angel bekommen. Mit jetzt selber die Angel. Will jetzt schon zu. Ja, jetzt ja nicht. Aber Willy will auch morgen Geschäfte machen. Komm, einmal hau ich noch die Angel rein. Bis 2 Uhr hatte ich Zeit, ne? Es wird spät, ja. Ja, ja, wird nicht spät. Hm. Da beißen die Tintenfische erst richtig. Hm. Eine Seegurke, pass mal auf, Leute. Los, Erz, werd fertig. Dann habe ich mal wieder Erze geschmolzen. Ba, 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 ba. War das nicht der Aal, der so spät da unterwegs war? Ba, da, ba, da. Beim Tintenfisch waren wir aber auch Late Night Fishing. Jetzt wird schlimm. Jetzt wird schlimm, jetzt solltest du gehen. Ja, Tintenfisch. Nein, abbrechen jetzt bitte. Und jetzt lauf. Abbruch, Abbruch. Könnte sein, dass ich es nicht schaffe. Ich liege im Bett. Ist nicht fährst dein Bett früher da? Wenn du unten lang gehst, unter Umständen. Leute, schaffe ich es noch? Gut, dass ich die Tür abgeschlossen habe. Kann ich bei Haley ins Bett? Da bin ich nämlich jetzt da. Ich werde es nicht schaffen. Nein. Gut, dass ich die Tür abgeschlossen habe. Der kommt hier nicht rein. Gorobai hat es nicht ins Bett geschafft. Ja, ja, morgen nur halbe Energie, wa? Moment, wirst du nicht sogar von Linus jetzt angetatscht wieder? Ja, da habe ich wieder beklaut. Ah, nein. Hat er dir die Maus geklaut, oder? Ah, okay. Der hat mir bestimmt wieder den Tintenfisch geklaut oder so. Das wäre so geil. Hm.
Markt beginnt um 17 Uhr. Okay, morgen ist der Markt. Ich habe volle Energie. Du hast volle Energie? Ja, das weiß ich warum. Was soll Linus? Was soll das jetzt? Was hat Linus? Ich will nicht wissen, was Linus mit dir gemacht hat. Boah! Lieber Herr Goropai, letzte Nacht hat sie einen Joja-Mitarbeiter bewusstlos aufgefunden. Ein Sanitäterteam wurde losgeschickt, um sie sicher nach Hause zu bringen. Wir sind froh, dass es ihnen gut geht. Ihnen wurden 758 Gold für diesen Service in Rechnung gestellt. Service Morris. Na Mensch, das war nett. Das ist aber ein Service, du. Für den Service. Oh, 750 Orken. Wenn jetzt 50 okay. Zuschauer kommen, spende ich dir 500 Euro. Wenn ich das jetzt auf was? Twitter schreibe. Ist Dalu live? Du, forderst nicht heraus. Ich kann Dalu schreiben, der macht das. Der raidet kurz. Also forderst nicht heraus. Mach, versprech nichts, was du nicht halten kannst. Eieieiei. Wer ist denn noch so? Wen kann ich noch so fragen? Ah, Gwenz könnt ihr auch fragen, der macht das auch. Der Julia mag ja. Ach, das macht der eh nicht, der labert nur. Menschen, die sowas im Chat schreiben, machen es eh nicht. So. Zum Bürgermeister bei uns habe ich einen super Draht, das nehme ich mein Papa. Das ist dann wirklich nicht schlecht. Ja, scheiße, wenn du keinen guten Draht hättest. Hallo? War dein Nefias. Warst du schon mal den Kühen? Ja. Wenn 100, dann 1000. Du. Fahr das nicht heraus. Reicht das nicht schon, wenn ich dich raid? So. So. Nefi. Darf ich? Ja, mach bitte. Das passt alles. Das ist aber auch nur zum Selbstschutz, damit er sich nicht noch lächerlicher macht. So. Hatte ich Hayley schon mal einen Krokus geschenkt? Fand sie das toll? Oh, weiß ich nicht. Hier geht's richtig ab, ey. Oh. Immer diese New Accounts. Ja, ist so. Ein New Account. Das erinnert mich daran, wie Goro mich mal getimert hat, weil ich die russische Tastatur benutze. Ja, du, so muss man das. Eiskalt, ja klar. Das ist ein deutscher Chat. Das ist ein deutscher Chat. Da wird Deutsch geschrieben. Englisch ist auch noch okay. Aber dann hört der Spaß auf. Dänisch nicht mehr. Nee. Wenn ihr nämlich Dänisch schreibt, geht Gro davon aus, dass es einer seiner Schüler ist und dann wird erstmal getimeoutet. Da wird getimeoutet. Die haben ja nichts zu suchen. Ich habe Hayley noch nicht einen Krokus geschenkt, dann ist das heute das erste Mal, Hayley. Freue ich drauf. Guten Tag. Hast du noch einen Tintenfisch? Ich kann Lea keinen Blumenstrauß geben, weil Pierre mir das noch nicht geschrieben hat. Oh, Nefi. Soll ich einen kaufen für dich? Oder kann ich? Und ich krieg die Nachricht nicht, weil Goro sie bekommen hat? Gucken wir mal. Gib dir ein Geschenk. Ich habe so viele Krokusse gefunden. Nimm's. Gibst du allen Krokus oder was? Ja. Hayley mochte Krokusse übrigens. Ja, weiß ich, weil das in der Wildnis rumliegt. Emily war auch neben Hayley, habe ich gesagt, komm, hier noch ein Krokus. Wer will noch einen Krokus? Wollt ihr auch noch einen Krokus im Chat? Komm, ich hau noch einen Krokus raus jetzt.
Ey, Clint, der alte schwere Nöder wieder. Ja, Niki, das ist ja natürlich jetzt. Das weiß ich natürlich, dass du das bist. Nee, den Schatz hinterm Gemeindehaus habe ich nicht gefunden. Nee, aber nicht. Ich hoffe auf den Frühling bzw. Sommer, dass ich das da finden kann. So, wie viele wollte Clint haben? 35. Und dann sagt ihr, wenn ich die rauswerf und dann wieder einsammel. Nephias ist mit Lea zusammen. Also konntest du jetzt doch ein Dings haben. Ja, oder? Ich habe die Nachricht noch nie bekommen. Der Nephias, so. Aber auch direkt noch ein Herz geskippt. Ich bin jetzt hier, ein Herz fehlt nur noch. Kann es wirklich leben? Aber ich finde nicht, dass du ein Event gesynchronisiert hast. Was? Du hast nie ein Event synchronisiert. Hab ich auch nicht. Ist das jetzt schlimm? Ja. Aber da habe ich ja gar keinen Spaß gehabt. Ich weiß ja gar nicht, wie die Events bei Lea sind dann. Nee, also dann musst du besser machen. Es tut mir leid. Also das 10-Herzen-Event, das synchronisierst du und erzählst, was passiert ist. Chat. Und wenn nicht, dann deabonniert ihn alle jetzt. Was? So, jetzt erstmal ein anderes Mädel angraben. Hayley. Ne, hier die Dings, die... Wie heißt Emily. Sie? Die... Abigail ist gerade hier. Abigail ist gerade. Marnie heißt. Die läuft gerade an mir vorbei. Die nächstbeste. Ein Teleport-Totem. Ach, das brauchen wir doch nicht. Bringt dich direkt an den Strand. Schön. Gute Wahl. Ich weiß, die säuft. Pam. Ist ein Redhead. Alles gut. Pam ist super. Pam. Pam. Pam säuft auch. Die säuft wie ein Loch. Was mit Willy? Und der Willy riecht immer so. Der Willy. Willy, hast du noch eine coole Angel? In seiner Hose. Iridium-Angel war das, ne? Mhm. Alter, ist die teuer. Willi, warum ist denn die so teuer? Iridium-Mangel. Hast du mit Willi keine Freundschaft geschlossen? Wie hat er die geschenkt? Nein, hat er nicht. Fisch entkommt langsamer, wenn du sie einkurbelst. Erhöht Beißrate von Fischen. Ich will mehr Notizen finden. Was hast du denn? Den Fallenfischköder, den Bleifischköder oder den Dreher? Ich habe den verkleideten Dreher. Erhöht die Beißrate von Fischen. Aber ich habe andere Köder noch. Ich habe ja Köder gewonnen gehabt bei dem Angel-Ding. Ah. Machen wir das. Jo, Willy hat auch schon Feierabend gemacht. Kennt er nix. So. Los geht's, Leute. Mit Iridium hole ich mir jetzt die Dinger hier. Gott, ist der wieder angeln gegangen. Die Tintenfische. Iridium-Angel kostet 7.500. So teuer war die. Ich habe die gekauft. Holy shit, Mann. Ich hoffe, Willy weiß das zu schätzen für seinen dummen Auftrag. Fange 8 Tintenfische. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt ein Event machen, dann. Ja, Event. Morgen ist nur Markt. Das ist kein richtiges Event. Ist morgen ein Event? Der geht 3 Tage. Das ist ein Markt. Das ist der Markt. Und ich habe mein ganzes Geld verprasst? Ich habe nur. Du musst ja auch nur einen Tag hin, theoretisch. 67 habe ich.
Was? Damit kann ich mir auf dem Markt nichts kaufen. Du angelst auch da vorne? Tintenfisch, nein, Spaß. Ich weiß nicht, ob man den wirklich nur da hinten findet. Wahrscheinlich. Das kann ja eigentlich nicht sein, weil das ist ja derselbe Screen. Aber vielleicht ist er da hinten lieber. Ich geh mal gucken. Es gibt schon Zonen bei Stardew Valley, wo du Fische eher fängst. Also es gibt schon. Weil wir müssten den ja trotzdem hier finden. Hast du eigentlich den Schatz in der... Achso. Das war das letzte... Das war das letzte, was im Chat stand, Leute? Seid ihr alle eingeschlafen? Seid ihr alle am Lurken? Alle am Lurken. Wenn wir es okay. Was gab's denn zu Abendessen bei dir, Nefi? Oh. Erbsen-Möhrchen. Kartoffelpüree. Und ein selbstpaniertes Putenschnitzel. Oh. Der Herr. Weil meine Regie. Oh, du hast einen Tintenfisch. Ich habe einen Tintenfisch. Meine Regie hatte heute Kassler mit Sauerkraut gegessen und ich hasse Kassler. Und Sauerkraut hasse ich auch. Mm. Oh, wie gerne ich Kassler mit Sauerkraut hätte jetzt. Nicht jetzt, aber demnächst wieder. Ich mag das nicht. Ich bin nicht deutsch genug. Ich mag was Sauerbraten nicht. Kassler und Sauerkraut. Wir haben heute Bolo. Ne Bolo. Und morgen ist Bolo. Oh. Übermorgen gibt es auch noch Bolo. So viel Bolo gemacht. Willy! Ich hab auch einen. Hey. Aber wieso schreist du denn jetzt Willy? Ich denke, der Bürgermeister will den Tintenfisch. Nee, Willy. Der Willy hat schon zu. Oder was, der Bürgermeister? Kehre zu Willy zurück. Willy hat schon zu. Ja, aber er läuft ja hier noch rum. Eigentlich. Hier oben ist er, der kommt gerade von oben. Aber ich habe die in drei verschiedenen Qualitäten, ist das egal? Ja. Der ist strunzbesoffen. Gib ihm einfach eine Forelle, das merkt er nicht. Hey, du hast es geschafft. Tintenfisch ist ein aufregender Fang, ja. Ganz aufregend, Willy. Ganz aufregend. Alter, war das Stress. Hi, Lea. Dann gehört dein Freund der Gräber an. Ich habe den Diamant aus deiner Maschine genommen. Danke. Hey, warum? Das ist meiner. Das hast du öfter schon gemacht, ne? Geil. Ich klicke immer einen neuen rein. Muss man nicht. So. Du hast den Diamanten ja gar nicht rausgenommen. Oh, das war ja ein Witz. Du. So, die ganzen Tintenfische alle verkaufen hier weg. Alles raus, was keine Miete zahlt. Nicht ganz egal. Ja, aber sind wir ehrlich. Hast du nicht auch so eine... Er will Willi ja nicht bumsen. Da muss ich ihm keinen Goldstern-Tintenfisch geben. Erfüllen von Aufträgen, Freundschaften, hohe Qualität, auch mit Punkten. Achso. Ja, das ist mir ja egal. Ach so, jetzt habe ich vergessen abzumoderieren. Das war eine super tolle Folge Stardew Valley. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Goro und der Bürgermeister. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich freue mich drauf. Das ist meine Lieblingsfolge.